Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Heute spielen wir mal den Agrocanthosaurus und den nennen wir einfach mal Eddie. Eddie der Agrocanthosaurus. Wir spielen ein Männchen. Oh, hier gibt es auch wieder diese ganzen Unterstufen. Ich denke mal, ich nehme einen, der ein bisschen schneller ist. Mag ich eigentlich immer ganz gerne. Oh, guck mal, da gibt es richtig viele. Das ist ja krass. Ich glaube, ich würde den hier nehmen. Der ist ein bisschen anfälliger, kann dafür aber schneller rennen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Und dann suchen wir uns hier noch eine schöne Farbe schnell raus. Die finde ich gar nicht so schlecht. Und dann geht's schon los. Und da sind wir auch schon gespawnt. Der sieht ein bisschen seltsam aus im Gesicht, der Kleine. Wir sind mitten im Wald. Wir müssen am besten jetzt auch erstmal diese Mission machen. Was haben wir denn? Wir haben eine Mission, wo wir irgendwo hinwandern müssen. Da müssen wir Platyhistrix töten. Und wir müssen Eicheln sammeln. Ich denke mal, wir machen als allererstes das mit den Eicheln. Dadurch kriegen wir dann halt auch wieder einen Wachstumsboost. Und wir bekommen dadurch dann halt auch noch... Was sind ja voll viele hier. Ich glaube, das ist schon unsere Mission. Wir bekommen dann auch diese Marken, mit denen wir dann neue Fähigkeiten lernen können. Und neue Skins freischalten können. Das ist auf jeden Fall praktisch. Was ist das? Was ist das denn? Das ist ja riesig. Und das leuchtet. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was das für einer ist. Aber ich glaube, der hat Angst vor mir. Muss aber eigentlich gar nicht haben. Sehr seltsames Geschöpf. Aber hier gibt es sowieso so viele Mods. Da ist das echt krass, was man hier alles so begegnen kann. So, und jetzt sollen wir Giftpilze sammeln. Das ist doch schon mal gut. Aber wir haben auch 3000 Points schon wieder bekommen. Ich glaube, mehr Missionen müssen wir gar nicht machen. Wobei der Wachstumsboost schon cool ist. Diesen Riesen an. Als ob der da einfach runterjumpt. Cool, dass der leuchtet. Ich weiß nicht, sind das die Giftpilze? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ja, müssen wir noch mal ein bisschen weitersuchen. Aber ich würde einfach sagen, wir gehen mal... Ach, wir sind sogar in der Mitte der Karte. Das ist gar nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen sogar mal zu dem Ort. Den kennen wir ja auch schon. Versucht da mal zu graben. Vielleicht kriegen wir da ja irgendwie ein kleines Tierchen raus. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wir müssen ja auch diese Platyhistrix töten. Aber die sind auf der Karte halt auch eingezeichnet, ne? Das Missionsziel. Deswegen glaube ich einfach, dass es hier gar keine davon gibt. Aber hier kommt auch gar nichts raus. Oh, da ist doch was. Da! Was ist das schwer zu fangen, weil die so klein sind. Aber wir haben es erlegt. Unsere erste Beute. Ja, da können wir uns jetzt den ersten Snack gönnen. Und jetzt können wir mal da vorne hingehen zu unserem Missionsdingsbums. Was ist hier schon wieder? Ach, das ist schon wieder der.
verstecken kann der sich nicht, so wie der leuchtet. Aber ich glaube, ich muss auch hier runter. Ich hoffe einfach mal, dass der mich jetzt nicht attackiert dabei. Da, das ist dieser Platyhistrix. Da haben wir ihn. Ich werde den jetzt auch einfach mal essen. Auch wenn der Magen voll ist. Aber ich glaube, überfressen gibt es ja noch nicht. Na, mehr kann ich nicht essen. Aber ich kann ihn mitnehmen. Geh mal jetzt zu unserem Freund dahin. Vielleicht ist der cool drauf. Echt nebelig. Hier ist noch irgendwo was anderes. Genau über mir oder so. Schon ein bisschen gruselig. Geh mal hier durch die Höhle. Oh Gott. Einfach so ein Drache. Oder so ein... Weiß ich auch nicht, was es ist. Ich renn mal lieber weg. Bin halt gerade gefundenes Fressen für die. Das möchte ich noch nicht. Dafür sind wir noch zu klein. Wir müssen uns gleich erstmal einmal kurz hinlegen und schon mal ein paar Fähigkeiten lernen. Ich lege mich mal hier kurz hin. Wir sind zum Glück auch gut getarnt mit unserer Farbe. Jetzt können wir mal schauen. Ah, Skins können wir uns jetzt ja auch kaufen, ne? Rein theoretisch. Den finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich mag aber unseren Skin. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so. Gucken jetzt mal bei den Fähigkeiten. Wir sind schon fast ganz ausgewachsen. Krass. Also geht das hier auch schon wieder so schnell auf dem Server. Ich schalte mal einfach alles frei. Kann ja nicht schaden. Das sieht cool aus. Dem Nebel. In dieser gruselige Schrei. Oh, krass. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon bereit zu kämpfen, wenn was kommt. Aber ich glaube, wenn was kommt, dann sehen wir es sehr spät bei dem Nebel. Das hier sind übrigens unsere neuen Angriffe. Da haben wir immer so einen aufladbaren Biss. Der macht hohen Blutungsschaden. Und dann können wir jetzt auch kleine Tierchen unter unserem Bauch mit unseren Klauen angreifen. Ah, da vorne, guck mal. Da ist unser Kollege vom Anfang. Sollen wir den jetzt mal attacken?
Er rennt schon weg. Aber wechselt er die Farbe oder sind das verschiedene? Er flüchtet auf jeden Fall vor uns. Weiß halt aber auch nicht, wie stark der ist. Der sieht halt sehr mächtig aus, weil er so riesig ist. Der rennt halt echt weg. Ich habe halt kaum Ausdauer, leider. Hier vorne aus der Höhle kommen Geräusche. Kann sein, dass der hier reingerannt ist. Hier sind auch die Fußabdrücke, guckt mal. Ich mach mal einen fiesen Schrei. Hat er hoffentlich Angst. Oh, hier sind mehrere von denen. Das ist natürlich nicht so cool. Gegen einen Einzelnen hätte ich jetzt gekämpft, aber gegen mehrere? Die haben aber Angst vor mir. Ich hoffe, hier geht's raus. Keine Ahnung. Kann auch eine Sackgasse sein. Aber hier möchte ich nicht gegen die kämpfen. Das ist schon eher so ein Gebiet, wo ich kämpfen möchte. So eine offene Fläche. Aber ich glaube, das hier ist ein friedliches Gebiet. Ich glaube, hier kann man nicht angreifen. Sind, glaube ich, markiert hier mit diesen Dingern. Dann können wir uns das Ganze mal angucken. So eine Safe Zone sozusagen, wo man nicht kämpfen darf. Hier ist noch ein Aggro. Hä, wie viele spielen den denn? Spielen alle den, diesen leuchtenden, keine Ahnung, Triceratops, Pentaceratops, Verschnitt. Crazy. Warum fliegt hier ein Rochen? Ich muss auf jeden Fall hier weg. Guck mal, hier ist auch ein Spino. Ein Riesencroc ist auch hier. Ich glaube, das ist ein Dino. Oder ist das der Sarko? Es könnte auch der Sarkosaurus sein. Ich weiß es gar nicht. Das hat man halt ganz oft, dass die hier alle so chillen, die Leute. Ich glaube, das ist so Standard Path of Titans, zumindest auf diesen Servern. Oh, ich werde angegriffen. Ja, wie gemein. Ich dachte, hier wäre Safe Zone oder so. Aua. Jesus Croc. Schaden bekommen. Ich hoffe, das verheilt wieder schnell. Was ist das denn da für ein Elefant?
Ja, also ich muss echt sagen, also diesen Hotspot hier, wo sich alle treffen, das mag ich halt überhaupt nicht. Also das ist, da geht irgendwie dieses Survival-Feeling komplett verloren. Sind wir nicht mehr allein? Ein Traum. Ich würde hier mal eben was trinken. Und die Sonne, ey. Die blendet. Das sieht schon cool aus. Aber schön, dass die Sonne wieder aufgeht. Als ob der hier runterjumpt. Okay. Krass, kein Fallschaden. Da hätte ich jetzt gedacht, dass wir sterben, muss ich sagen. Weiter geht's. Kommt der mit? Oh Gott, ein Rex oder so? Ne, ist kein Rex, was ist das? Und ein Kätzchen. Ich weiß halt nicht, was mein Mate vorhat. Ich weiß halt auch nicht, wo die Safe Zone losgeht, das ist immer ein bisschen blöd. Deswegen würde ich halt gerne ihn den ersten Move machen lassen. Nicht, dass ich hier gebannt werde und einen Fehler mache oder so. Sind halt voll viele. Bin aber wieder fast full life. Greif mal an. Gehen jetzt ab. Okay. Matt wird auf jeden Fall angegriffen. Ist mir ein bisschen zu chaotisch. Ich weiß auch nicht, was du da machst. Hä? Sind doch viel zu viele. Oha. Der hat weggekloppt. Oh, wenn er hinter mir ist, ist ja richtig mies. Ich muss mich irgendwie drehen. Ja, okay. Ja, das war nix. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall da diesen Spot wieder meiden, wo alle sind. Das fühlt sich halt echt komisch an. Aber das Gute ist, wir können halt wieder neu spawnen. Und wir haben jetzt auch direkt eine neue Mission hier. Nämlich Felsen sammeln. Und dann können wir auch nochmal eben die anderen Stats und so lernen und Fähigkeiten. Geht das Kämpfen dann besser?
Das sieht gerade wieder richtig cool aus. Der Agro passt hier super rein mit dem Skin. Da, das sind die Felsen, die wir sammeln müssen. Wie viele brauchen wir denn? 35 Stück, ja, das kriegen wir aber hin. Übrigens, das Drehen ist richtig langsam. Ihr seht das ja. Wenn dann einmal was hinter uns ist, haben wir echt ein Problem. So, die Mission haben wir ja, das ist gut. Das heißt, wir können uns jetzt gleich nochmal hinlegen und die Fähigkeiten lernen. Oh, da ist was. Könnte das unsere Rache werden? Ist das Ganze, was es gerade getötet hat, ein Klein? Oh, da kommt er nicht wieder hoch, oder? Sehr gut, wir haben ihn. Unsere erste Beute, juhu! Wir haben es geschafft! Auch wenn es nur ein kleines Baby war. Aber das ist egal, den lassen wir uns jetzt schmecken. Aber das Kämpfen fühlt sich schon sehr clunky an, gerade mit dem Großen hier. Also der dreht sich echt langsam. Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich mal irgendwas Kleines spielen. Raptor oder so. Ich glaube, das ist ganz cool. Oder halt ein Pflanzenfresser. Bei Pflanzenfressern ist auch nice, ne? Da kann man halt dann immer Precise Movement benutzen und sich dann so drehen. Zum Beispiel, wenn man einen Triceratops oder so hätte. Das sieht voll witzig aus bei dem. Wie der so tippelt mit den Beinen. Wenn er tanzt. Na, weiter geht's. Oh, da ist noch was. Frisst unsere Beute. Okay, wir haben ihn getroffen. Er blutet. Sehr gut. Ich versuche immer den Kopf zu treffen, aber es ist gar nicht mal so einfach. Und da ist er down. Weiter geht's. So, wir sind jetzt noch gepanzerter und wir haben noch eine neue Attacke gelernt, nämlich den Sturmangriff. Der ist echt cool. Hat aber auch hohen Cooldown. Und dann haben wir auch noch einen Tritt gelernt. Nach vorne. Der macht wohl Knockback, also damit stößt man die Gegner zurück. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den benutzen würde. Ich glaube, dann würde ich eher das hier nehmen. Aber am besten ist natürlich beißen. Aber schon wieder eine interessante Gegend hier. Ich hoffe, hier finden wir noch irgendwie andere Dinos. Oh nein, ich glaube, wir müssen hier irgendwie runter. Meint ihr, das schaffen wir? Also vorhin haben wir ja auch keinen Fall-Damage gekriegt. Vielleicht können wir hier so ein bisschen runterklettern. Hier ist halt schwierig. Vielleicht an der Klippe oder doch lieber ins Wasser springen? Ich glaube, ins Wasser springen wäre vielleicht machbar. Hoffen wir es einfach mal.
zum Glück war es tief genug. Das ist ja nochmal gut gegangen. Jetzt müssen wir da vorne, glaube ich, an Land schwimmen. Die Map ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und interessant. Es macht echt Spaß, hier einfach nur rumzulaufen und alles zu erkunden. Ist alles so atmosphärisch und dann hat man ständig andere Biome. Da gibt es eigentlich immer was zu sehen. Nur halt mehr Dinos wären noch schön. Aber es ist halt auch schwer, die zu spotten, wenn es hier so... Auch gerade so. Wenn es halt hier so dicht bewachsen und sowas ist. Dann muss man halt erstmal was anderes finden. Ich glaube, hier im Wald wird es nämlich schwierig. Aber das meine ich. Guck mal, jetzt sind wir schon wieder direkt in einem ganz anderen Biom. Und hier herrscht direkt eine andere Atmosphäre. Oh, hier sieht das auch schon wieder so unfassbar cool aus. So schön, der Wald. Welches Spiel findet ihr denn eigentlich besser? Path of Titans oder The Isle? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann schreibt auch gerne mal dazu, warum. Hier ist auch schon wieder so ein richtig krasser Abgrund. Darf ich nicht reinfallen. Aber ich bin auch hier in dem Wald echt gut getarnt. Ich mag meinen Skin sehr gerne. Deswegen werde ich den auch nicht wechseln. Ist echt eine super Farbe für die Karte. In den meisten Biomen bin ich echt gut getarnt. Ich glaube, wir müssen hier unten durch. Ich will halt jetzt wieder so ein bisschen Richtung Hotspot gehen, dass wir wieder Dinos finden. Ja, genau, hier die Felsen verbinden das Ganze. Jetzt gehen wir, glaube ich, in einen Redwood-Wald, so wie es aussieht. Das sind auf jeden Fall sehr große Bäume. Hier unten sieht man leider gerade auch gar nichts. Doch, da ist ein Spino. Oh, das ist cool. Da schwimmt er. Aber er schwimmt weg. Ah, echt schade. Der Spino hat sich leider verpieselt. Der ist nicht mehr hier. Ich hätte sehr, sehr gerne gegen den gekämpft. Ein schönes 1 gegen 1, das wäre schon nice gewesen. Aber dann gehen wir weiter. Oh, da ist was. Ein Pachy. Oh, dieser Wendekreis. Er flüchtet. Er hat uns einmal angegriffen und ist jetzt abgehauen. Ah, schade, schade. Können wir leider nicht viel machen. Ich muss echt aufpassen mit dem Wendekreis. Mit der Kamera kann man den halt auch verändern. Und dann dreht man sich schlechter. Da muss man echt ein bisschen üben. Gerade wenn so kleine Fiese angreifen. Naja, so ist das. Den kriegen wir leider nicht. Auch wenn der sogar eine unserer Missionen wäre. Töte einen Pflanzenfresser. Ich habe jetzt gerade mal noch eine neue Attacke gelernt. Nämlich ein Schweifhieb. Das ist, glaube ich, ganz cool, wenn uns so kleine von hinten angreifen. Dann können wir uns dann auch verteidigen. Na, die Nacht kommt leider gerade schon wieder. Oh Gott, das Wetter. Dann der Nebel dazu. Voll atmosphärisch. Schon ein bisschen gruselig, wenn jetzt hier ein anderer Dino kommen würde aus dem Nichts, würde ich mich sehr erschrecken. Das war der Charge Bite. Das sieht gerade halt echt gut aus mit dem Nebel und dem Regen. Ah, die Sonne geht, glaube ich, wieder auf. Das ist schön. Bin hier gerade durch so eine Höhle gelaufen.
Jetzt haben wir einfach so einen richtig orangenen, roten Himmel. Oh, wie toll. Endlich wieder Licht draußen. Wo die Weihwand kommt. Das ist kein Weihwand. Was ist das? Dankeschön. Was ist das? Essen auf jeden Fall. Ein Fisch. Der hat mir einfach Frühstück gebracht. Wie lieb. Oh, da kommt was. Ist das der kleine Pachi von vorhin vielleicht? Das ist eine Fledermaus. Das war eine Fledermaus. Den holen wir uns. Gott, ist der wendig. Aber es ist auch, glaube ich, ein bisschen laggy, oder? Es sah gerade ein bisschen komisch aus, das Movement. Ja, der kann halt einfach wegrennen. Ich verbrauche meine Stamina dann. Aber er trifft mich halt auch nicht, zum Glück. Oh, was bist du denn? Ein Adler mit einem Horn? Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich glaube, der greift mich nicht an. Krass. Auch ein interessantes Wesen, ne? Mir persönlich als ein bisschen zu sehr Fantasy-mäßig. Aber ja, ist halt Geschmackssache, ne? Sind halt Mods. Bei Mods, da gibt's halt keine Grenzen. Da gibt's so viele verschiedene. Wow, was macht er jetzt? Greift er mich an? Okay, der greift mich an. Tatsächlich. Die haben sich gegenseitig gehittet, glaube ich. Okay, den haben wir gut gehittet. Die haben mir kaum Schaden gemacht. Kleine nervige Pachi kommt auch noch. Jetzt habe ich einen Bone Break oder so. Okay, haben wir ihn zurückgehauen. Okay, Pachi haben wir auch gut getroffen, glaube ich. Der ist blutüberströmt. Die Adler sind weggeflogen. Ah, doch nicht. Da haben wir ihn. Die haben ja kaum Schaden gemacht, krass. Hätte ich nicht gedacht. Na, der Pachi ist da hinten auch noch. Und der andere kommt auch. Ich mache, glaube ich, echt guten Blutungsschaden. Ja,
Dann können wir mal eben ein Stück essen. Und man kann sogar eine Trophäe nehmen. Ach, ich kann mir hier einen Knochen mitnehmen. Sehr interessant. Ist wahrscheinlich für die Home Cave und sowas, ne? Oh, der Drache kommt. Ich hoffe, der mischt jetzt nicht auch noch mit. Aber der sieht immer so aus, als wenn er einfach Essen verteilt. Das ist voll der Süße. Hallo, kleiner Drache. Du bist mein einziger Freund hier. Mein einziger Freund auf dieser Insel. Ich hab dich lieb. Und ich werde jetzt auch hier das Video beenden. Hat echt Spaß gemacht mit dem Acrocanthosaurus. Ist mir persönlich ein bisschen zu schwerfällig. Also ich glaube, ein bisschen flinker und wendiger wäre schon ganz nice. Aber ansonsten ist der Acro echt cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich weiß, dass ich mehr Path of Titans spielen soll. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welchen Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.